Herzlich willkommen zum Body Media News Corner. Heute mit den folgenden Themen. Eleiko und die International Powerlifting Federation verlängern ihre Partnerschaft. Die DHZ Fitness präsentiert mit Cult Gym eine neue Krafttrainingsmarke. Die Deutsche Sportakademie startet im April neue Ausbildungsprogramme und Bastian Dietrich wird neuer Berater bei X-Body. Der neue Vertrag zwischen Eleiko und der International Powerlifting Federation, kurz IPF, wurde für die kommenden 8 Jahre abgeschlossen und bestärkt Eleikos Engagement für die Powerlifting-Community. Vom Januar 2022 bis Dezember 2029 darf Eleiko sich zusammen mit SPD als offizieller Partner der IPF bezeichnen. Die wichtigsten gemeinsamen Ziele der Partnerschaft zwischen Eleiko und der IPF sind, die Standards des Sports auf der ganzen Welt zu verbessern, eine gute Führung sicherzustellen und die Beteiligung der Athleten im Sport zu verbessern. Ein weiterer Fokus liegt zudem auf Coaching-Fortbildungsprogrammen und der Anti-Doping-Arbeit. Cult Gym ist eine neue Krafttrainingsmarke von DHZ Fitness. Zum Portfolio der neuen Marke gehören eine große Auswahl an Indoor- und Outdoor-Geräten. Die Trainingsgeräte sind solide und stabil verarbeitet und absolut wetterfest. Auf Wunsch ist eine zusätzliche Verzinkung verfügbar. Um seine Expertise im Kraftsport zu unterstreichen und stetig weiterzuentwickeln, ist Cult Gym offizieller Sponsor des NAC Germany. Produziert werden die Trainingsgeräte in Europa. Im April 2022 starten bei der Deutschen Sportakademie die berufsbegleitenden Ausbildungsprogramme für Achtsamkeit, Resilienz, Yoga und Meditation. Mit den staatlich zugelassenen Abschlüssen Yoga-Lehrer und Meditationslehrer baut die Deutsche Sportakademie das Angebot im Bereich Mindful Fitness weiter aus. Die 18-monatige Ausbildung für Yoga-Lehrer verbindet die zentralen Themen der Yoga-Theorie wie Ethik, Philosophie, Didaktik und Anatomie mit Praxis-Workshops und digitalen Live-Sessions. Die Ausbildung hat einen Umfang von über 900 Stunden. Der Abschluss ist durch die Yoga Alliance anerkannt. Absolventen erhalten einen Doppelabschluss. Zusätzlich zum ALH-Abschluss erhalten sie die internationale 200 Stunden RYT-Zertifizierung durch die Yoga Alliance. Im Programm integriert sind auch die Themen Achtsamkeit, Yin-Yoga, Rücken-Yoga und Meditation. Die Studiengebühren liegen bei 229 Euro im Monat. Die Ausbildung ganzheitlicher Meditationslehrer vermittelt das fachliche Wissen der Meditation und Techniken, die den Geist beruhigen und Stress reduzieren. Die Ausbildung bietet einen Einstieg in die eigene Meditationspraxis. Zusätzlich erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Einblick in die Meditationspraxis, um später eigene Anleitungen durchzuführen. Die Ausbildung dauert 12 Monate, die monatlichen Studiengebühren dafür betragen 169 Euro. X-Body hat mit den neuen X-Body Med-Systemen EMS-Lösungen für den Einsatz in der Physiotherapie auf den Markt gebracht. Zudem erhält das Unternehmen in diesem Bereich Verstärkung. Und zwar durch Bastian Dietrich. Er ist Geschäftsführer der Physiotherapie Physiotrend aus Karst und zudem langjähriger Berater der Firma Proxomed. Eines seiner Ziele ist es, die Einsatzmöglichkeiten von EMS-Training in der Physiotherapie zu vergrößern. Werfe noch einen ganz kurzen Blick auf die Events in den kommenden Wochen. Am 23. Februar findet das Position Unternehmernetzwerk in Willich statt. Am 10. März dann der iGym-Kongress in Berlin. Am 12. März die IFA Pilates Conference als digitales Event und am 15. März findet der Intercongress in München statt. Das war's schon wieder für heute mit dem Body Media News Corner. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Like und einen Kommentar da und teilt das Video. Bis zum nächsten Mal.